Hallo, heute gibt es wieder einen neuen Teil der Nur was ich mag Challenge. Schaut auf jeden Fall in die Infobox für weitere Infos dazu und ladet euch die PDF runter, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das Ganze ist ja begleitend zu meinem Buch, auch alle Infos dazu in der Infobox. Und heute widmen wir uns wieder einem Teil der Kleidung, deswegen bin ich auch wieder im Schlafzimmer. Denn es geht heute um alles, was wir so drüber tragen, wie zum Beispiel Jacken, Blazer, Mäntel, aber auch sowas wie Schals, Mützen, Hüte und Handschuhe. Von meinem ganz früher 2010 müssen wir es nicht unbedingt drehen, aber ich zeige euch ein paar Ausschnitte aus meinen vorherigen Aussortierrunden. Da hatte ich nämlich mal wesentlich mehr Jacken und so weiter als jetzt, denn der aktuelle Stand sieht dann eigentlich jetzt so aus. Und da möchte ich aber trotzdem nochmal weiter dran gehen, weil ich immer noch gemerkt habe, dass da Dinge dabei sind, die ich nicht wirklich so gerne mehr benutze. Man wird sich einfach im Laufe der Zeit immer bewusster darüber, was man wirklich mag. Und deswegen hole ich jetzt wieder alles komplett raus und leg's wieder aufs Bett und in dem Fall bei den Jacken probiere ich auch einfach alles an. Ihr könnt es zum Beispiel, wenn ihr wollt, auch mal einzelne Jacken schon rausziehen, wo ihr wisst, die trage ich jeden Tag, ich liebe sie, dann müsst ihr die jetzt nicht nochmal extra anprobieren oder so, dann könnt ihr die direkt auf den Behaltenstapel legen. Alles andere, was jetzt Jacken, Mäntel und Blazer betrifft, also alles, was man wirklich so anzieht, das ziehen wir jetzt auch an und stellen uns dabei einfach auch wieder verschiedene Fragen. Und ich habe auch im Buch so ein paar Tipps noch drin, die nennen sich einfache Helfer, damit ihr objektiver entscheiden könnt, nochmal was Jacken und so weiter betrifft, weil wenn ihr euch im Spiegel anschaut, verhält man sich oftmals anders, so von der Haltung, als man es natürlicherweise tut. Wenn man es zum Beispiel auf einem Foto sieht, wo man nicht mitbekommen hat, sieht man oftmals anders aus. Und da könnt ihr entweder euch vom Spiegel wegdrehen und anziehen und alles zurechtlegen und dann rumdrehen und schauen, wie sitzt es dann. Oder ihr könnt euch aber auch filmen, wie ich es jetzt in dem Fall tue, und euch das Material anschließend anschauen. Dazu braucht ihr keine teure Kamera oder irgendwas, sondern das könnt ihr mit dem Smartphone machen oder mit einer Laptop-Kamera, also mit einer Webcam. Es geht nicht um die Qualität, sondern einfach nur, wie sieht das Ganze auch von hinten aus. Das sieht man nämlich zum Beispiel am Spiegel wirklich nur schwer. Ihr kennt das Spiel ja schon, der Daumen nach oben bedeutet, dass ich die Jacke behalte und wenn nichts erscheint, dann muss die Jacke leider gehen und teilweise werde ich die Sachen auch wieder auf meinem Instagram-Flohmarkt verkaufen, also wenn sie noch besonders gut sind. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Wenn ihr die Sachen anprobiert oder euch anschaut, zum Beispiel auch Handschuhe, Schals, Mützen, Hüte, dann könnt ihr euch auch wieder verschiedene Fragen stellen. Also zum einen ist natürlich die Optik wichtig, wie seht ihr aus, wie fühlt ihr euch damit, aber es gibt auch noch andere Dinge, die ihr bewerten könnt. Und zwar gerade bei Kleidung, die gedacht ist, um euch warm zu halten oder euch zu schützen vor Regen, Wind und Wetter sozusagen, dann müsst ihr natürlich schauen, tut sie das wirklich? Wenn ihr eine Windjacke habt und ihr friert da immer drin, weil doch irgendwo der Wind reinzieht, dann ist es vielleicht nicht die richtige Jacke. Oder habt ihr einen Wintermantel, mit dem ihr immer jeden Winter friert, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr den vielleicht austauscht gegen ein richtig gutes, wärmendes Teil. Wenn ihr das Ganze dann alles anzieht oder auch einfach mal anfasst, ausprobiert, zum Beispiel auch eure Schals, Mützen und Handschuhe, natürlich aber auch eure Jacken und so weiter, dann könnt ihr euch einmal an der Optik orientieren, wie gefällt euch das Ganze. Aber ihr könnt euch auch noch ein paar andere Fragen stellen, die ich auch wieder in der PDF hier bereitgestellt habe. Im Buch ist es nochmal etwas ausführlicher. Jedenfalls gehen wir die jetzt einfach zusammen durch und schauen mal, was ihr da zu jedem einzelnen Teil zu sagen habt. Ihr könnt euch zum Beispiel fragen, hält es euch ausreichend warm? Gerade bei Winterjacken oder bei Wintermützen oder Schals, müsst ihr euch einfach überlegen, hat mich das im letzten Winter warm gehalten oder habe ich gefroren wie verrückt? Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, sondern ihr könnt euch tatsächlich dann etwas Neues kaufen im Herbst, was euch definitiv warm hält. Dann habt ihr eine richtig gute Winterjacke, eine richtig gute Wintermütze, die ihr mögt, die ihr schön findet und die ihr natürlich auch gerne tragt, weil euch die Sachen tatsächlich warm halten. Ganz wichtige Frage, vor allen Dingen auch bei Kleidung, weil wir die natürlich tragen und am Körper spüren, ist, fühle ich mich gut damit, trage ich das Ganze gern, passt es richtig oder stört mich irgendeine Naht und ist es unbequem, klemmt der Reißverschluss, fühle ich mich schön damit, gefällt es mir, wie ich damit aussehe, passt es zum Rest meiner Kleidung, das sind alles solche Dinge, die damit reinspielen und danach könnt ihr natürlich auch entscheiden. Hier seht ihr jetzt mein Vorher-Nachher-Ergebnis, also was alles geht und was ich behalte. Mein Ziel ist es nie, mich wirklich krass zu reduzieren, sondern tatsächlich eine Auswahl zu treffen. Das heißt, dass ich einfach nur Dinge behalte, die ich wirklich mag, die ich mir aussuche und zurückhänge und lege in die Schränke und Schubladen. Und der Rest, für den suche ich dann eben ein neues Zuhause. Da gibt es in der Challenge auch noch eine extra Aufgabe und im Buch ein großes Kapitel dazu, was man mit den aussortierten Sachen machen kann. Und jetzt schauen wir uns einfach mal
mal an, was übrig geblieben ist und wie das Ganze am Ende aussieht. Ich habe ja meine Schals, Tücher, Mützen und so weiter alle in einer Schublade aufbewahrt, bis auf noch Hüte. Die hatte ich noch so im Wandschrank verteilt. Und die Schublade habe ich nochmal schön ausgesaugt, weil da war einfach super viel Staub drin. Das denkt man so gar nicht, aber es sammelt sich tatsächlich einiges an. Und dann habe ich alles zurückgelegt. Ich habe die Tücher auch schön gefaltet, damit ich die nacheinander auch sehe, was habe ich da alles drin. Und auch meine Hüte, was ich jetzt auf eine Schildkappe reduziert habe, habe ich auch da drin. Es ist alles an einem Ort in einer Schublade. Das freut mich auf jeden Fall schon mal sehr. Dann habe ich jetzt noch einen Blazer, den habe ich einfach zusammen mit meiner normalen Kleidung, mit meinen Blusen hier in diesem Schrank reingehängt, weil es für mich eben so ein leichtes Jäckchen ist. Da habe ich noch weitere so Überwurfsachen eben drin. Und dann habe ich ja noch meine Jacken und Mäntel und die bewahre ich zum einen im Flur im Wandschrank auf. Das sind immer die Sachen, die Modelle drin, die ich zur Jahreszeit eben brauche. Und den Rest, das heißt die Winterjacken im Sommer sozusagen, die habe ich dann auf diesem Schrank hier oben in einer Kiste von IKEA eben schön staubgeschützt und da tausche ich das dann immer im Herbst und Frühling jeweils aus. Und ich bin so glücklich mit dem Ergebnis, weil ich plötzlich viel, viel mehr meine Jacken wirklich trage und sehe und benutze und es macht so viel Spaß. Jetzt auch gerade so in der Übergangszeit kann man auch noch die wärmeren Jacken tragen, aber auch schon teilweise die leichteren Jäckchen und damit kann ich jetzt wirklich mal rumspielen und schauen, was ich in den nächsten Monaten tatsächlich benutze. Wenn euch jetzt das Buch interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox, da werde ich euch alle Infos dazu verlinken und wie gesagt, den Link zur PDF findet ihr dort auch. Zusätzlich könnt ihr auch gerne mal in die Playlist hier reinschauen, das ist die Nur was ich mag Playlist, da findet ihr alle Videos aus der Reihe. Hier unten könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren, da verpasst ihr keins meiner Videos und hier ist auch nochmal der Link zur Webseite nurwasichmag.de. Vergesst nicht, mir Fotos zu schicken, Vorher-Nachher-Fotos mit dem entsprechenden Hashtag und ich wünsche euch alles noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!